Hallo Menschen, heute nochmal ein ganz kurzes Video, denn meine importierten Comics sind endlich angekommen und darüber habe ich mich so sehr gefreut, dass ich das gerne mit der Menschheit teilen möchte. Es sind dann auch noch zwei andere Bücher mit dabei, die ich euch mal in die Kamera halte. Aber los geht's mit Deadpool. Ich war ja von der letzten Lektüre nicht so begeistert und möchte es deswegen nochmal mit den Klassikern probieren. Das heißt, ich habe die Reihe, die Daniel Way schreibt, erstmal abgebrochen. Da waren einfach zu viele Dinge, die mich gestört haben. Aber ich mag Deadpool als Charakter halt so sehr in dem Sinne, dass er halt die vierte Wand bricht und manchmal mit sich selbst oder mit dem Leser redet oder anderen Comicfiguren sagt, dass sie Comicfiguren sind. Das finde ich ein tolles Konzept und ich hoffe, dass mir die Klassiker vielleicht besser gefallen könnten. Ich weiß jetzt schon, dass ich einiges an dem Zeichenstil nicht so mag. Es ist halt wirklich dieses Traditionelle und wenn dann halt eine Fläche rot ist, dann ist sie auch wirklich nur rot, ohne große Schattierungen. Aber ich hoffe, dass die Erzählweise mich vielleicht überzeugen kann. Das zweite kaufte ich mir, weil nächstes Jahr ja der Suicide Squad-Film rauskommen soll. Und ich weiß vom Suicide Squad nur, dass da Harley Quinn dabei ist und dass das wohl eine Gruppe Verbrecher ist, die dann aber für die Regierung andere Verbrecher jagt oder so. Anhand der leichten Bekleidung der Dame hier vorne drauf könnte ich mir schon wieder vorstellen, dass es vielleicht einige Dinge gibt, die ich kritisieren kann. Ich meine, ja klar sieht das irgendwie cool aus, aber so würde ich mich doch nicht anziehen, wenn ich gegen Leute kämpfen gehe. Aber gut, Harley Quinn ist vielleicht auch so ein bisschen manisch, vielleicht passt das ja wirklich zu ihr. Die Zeichnungen sind ziemlich modern, würde ich sagen. Also man hat zwar nichts Besonderes, aber es ist jetzt auch nicht so dieser Oldschool-Stil. Ich bin gespannt. Ich glaube, so vom Inhalt her wird das, glaube ich, doch eher so recht normale Superhelden-Sachen sein, auch wenn das halt eher die Supervillains sind, aber ich wollte halt mal was lesen, bevor ich definitiv den Film dann nächstes Jahr gucke. Auf das nächste freue ich mich, glaube ich, am meisten. Es heißt Odyssey und es ist eine Neuerzählung der Odyssee im All mit geschlechtervertauschten Rollen. Also da ist wirklich alles dabei, was man sich so an abstrusen Dingen wünschen kann und die Zeichnungen, ihr seht schon am Cover, aber auch innen drin, ich möchte euch mal ein perfektes Beispiel suchen, sind sehr psychedelisch. Also da ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn das? Das sind Brüste. Gut, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist ja sowas hier. Wie es dann wirklich total verrückt und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe das erste Kapitel schon vor einer Weile mal gelesen. Da kommt unter anderem Zeus vor und das ist so eine dicke, weißhaarige Frau mit unglaublichen Kräften und das gefällt mir, dieses Konzept. Also auch Odysseus ist halt wirklich schon so eine weißhaarige alte Kriegerin und das haben wir eigentlich viel zu selten. Ich bin sehr gespannt, was sie da aus dieser Idee machen. Als letztes bei den Comics habe ich hier noch den dritten Teil von Urban. Das habe ich euch schon mal kurz in die Kamera gehalten bei meiner Bücherregaltour. Ich mag die Zeichnungen sehr und es ist auch so eine, na, schon fast dystopische Welt. Zumindest eine, ja, wo man halt zum Beispiel Verbrecher jagt, medial überträgt und sich alle freuen, wenn derjenige abgeschlachtet wird oder sowas. Und ja, ich weiß gar nicht genau, ob das schon der letzte Teil ist. Auf jeden Fall verfolge ich die Reihe unglaublich gern, denn es ist, obwohl teilweise Action-Szenen dabei sind, irgendwie vergleichsweise ruhig erzählt und die Zeichnungen sind, ich glaube, zwar nicht wirklich mit Wasserfarben gemalt, aber halt so am Computer generierte Wasserfarben, was mir ziemlich gut gefällt. Am Ende haben wir noch zwei normale Romane. Das erste ist Die Geschichte von Zeb. Das ist der letzte Teil der Mad-Adam-Trilogie und ich freue mich so unglaublich drauf, wieder eine Reihe abzuschließen. Ich liebe dieses Gefühl. Geht es auch so? Ich meine, manche Reihen sind zwar so toll, dass man sagt, oh, ich hätte gern noch mehr gelesen, aber prinzipiell dieses Gefühl, es ist abgeschlossen, es ist alles hoffentlich zu einem Ende gekommen. Da freue ich mich jetzt schon unglaublich drauf. Es ist jetzt auch erst im Juli als Taschenbuch erschienen und ich kam leider die letzten 2 Wochen nicht dazu, aber im August definitiv. Und als eine Art Gegenpol zu diesem ganzen Sci-Fi-Comic-Kram habe ich hier noch Der Schwimmer von Zsuzsa Bang. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Das Internet sagt, man spricht das ungarische ZS wie das deutsche J in Journal aus. Zsuzsa Bang. Und über diesen Roman habe ich nur Gutes gehört. Es ist ihr Debüt und so gut wie alle waren eigentlich begeistert. Es erzählt die Geschichte zweier Geschwister. Ja, deren Mutter ihren Vater eben mit den beiden allein lässt und sie reisen wohl sehr viel herum, ein recht unstetes Leben. Ich glaube, es geht hauptsächlich um die Beziehung zwischen den beiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich freue mich unglaublich drauf und habe auch große Hoffnungen darauf. Das war schon an den Neuzugängen. Ich glaube, es liegen vielleicht auch noch ein, zwei rum. Ich habe noch ein Rezensionsexemplar aus dem Heine Verlag, Tomorrow and Tomorrow. Das heißt, der August wird sehr, sehr Science-Fiction-lastig, habe ich das Gefühl. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch sagen möchte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich.